Willkommen bei Windows Power D und einer neuen Anleitung. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie ihr den Akkuzustand eures Laptops kontrollieren könnt. Nach dem Intro geht es wie immer gleich los. Ihr habt einen gebrauchten Laptop gekauft oder euer Laptop ist schon älter und ihr wollt wissen, wie viel Kapazität hat denn noch den Akku? Das könnt ihr mit nur zwei Klicks hier ganz einfach herausfinden unter Windows und wie das geht, das wollen wir euch eben heute zeigen. Klickt auf Start, hier tippt ihr CMD ein und öffnet diese als Administrator. Das ist ganz wichtig, sonst funktioniert das nicht. Also Add als Administrator ausführen. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr in der Eingabeaufforderung und hier gebt ihr jetzt folgenden Befehl ein und bestätigt diesen dann mit Enter. So, Power, CFG, Abstand, Minus, Energy. Und das bestätigt ihr jetzt mit Enter. So, das dauert jetzt ein wenig, bis das Ganze ausgelesen wird. So, wir sind fertig und für uns ist jetzt wichtig folgender Punkt. Und zwar dieser hier, Windows System Energy, wie ihr hier lesen könnt. Das ist für uns ganz wichtig. Den kopieren wir uns mit STRG und C. Diesen müssen wir dann in den Explorer einfügen, damit wir eben die Informationen über unseren Akku hier rausbekommen. Also ihr markiert hier das Ganze, drückt auf der Tastatur STRG und C zum Kopieren. So. Dann öffnet ihr euren Explorer, der ist hier unten, und oben in der Schnellstartleiste gebt ihr diesen Befehl dann ein. Hier STRG und V eingeben, dann fügen wir das Ganze ein, dann bestätigen wir das Ganze mit OK und öffnen hier diesen Report in unserem Browser. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben hier jede Menge Informationen über unseren Laptop, und zwar welchen Hersteller. Wir sehen hier sogar das BIOS-Datum. Wir sehen hier wirklich absolut jeden Punkt, jede Information über unseren Laptop. Wichtig ist aber für uns natürlich, wie der Zustand ist, wie viel Prozent unser Akku noch hat. Und das wollen wir hier eben rausfinden. Und bevor wir hier jetzt komplett durchscrollen, gibt es hier einen kleinen Trick, wie wir das Ganze jetzt rausfinden und nicht jetzt durchscrollen und uns hier mühsam das Ganze raussuchen. Und zwar STRG und F auf der Tastatur und hier tippt ihr ein Battery. Nein, das ist ja auf Englisch, mein Fehler. Wir müssen hier natürlich Akku eingeben. Und hier tippen wir eben ein Akku. So, und wenn wir Akku eingetippt haben, dann sehen wir hier verschiedene Punkte zu Akku. Was aber für uns relevant ist und was für uns wichtig ist, ist eben die Akkuinformationen. Daher müssen wir nach unten scrollen ein wenig. Und hier finden wir die Akkuinformationen. Und hier sind zwei Punkte für uns sehr wichtig. Das ist die vorgesehene Akkukapazität und die letzte vollständige Aufladung. Diese zwei Punkte sind für uns wichtig und geben uns Aufschluss darüber, wie viel Prozent unser Akku denn noch an Leistung hat. Und was müssen wir dafür tun, um das Ganze eben jetzt rauszukriegen? Wir müssen das Ganze jetzt rechnen und hier dividieren. Dazu Start, hier Rechner eintippen. So, da haben wir unseren Rechner. Ihr könnt es natürlich auch im Kopf rechnen, wenn ihr so gut seid. Und wir müssen hier nichts anderes machen als die Daten von der letzten vollständigen Aufladung. Also die 33.560, die müssen wir hier jetzt eingeben in den Rechner. Und das Ganze dividieren wir durch die vorgesehene Akkukapazität, also durch die 47.520. Und kommen so, wenn wir auf ist gleich kommen, auf unsere Kapazität 0,70, heißt 70% haben wir noch an Akku.
So könnt ihr ausrechnen, wie viel Kapazität euer Akku noch hat und ob dieser noch etwas taugt. Nach 5 Jahren sind 70% noch mehr als genug in meinem Fall. So viel von meiner Seite. Hat euch das Video gefallen? Dann zeigt das doch mit einem Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Über ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Euer Windows Power Day Team.